So, Freunde, Eino hat eine neue Sorte rausgebracht und zwar The Great Match. Das ist die Grapefruit, die wir schon vom Dark Blend kennen und lieben gelernt haben, plus noch eine Physalis dazu. Was das Ganze kann, gucken wir uns heute an, aber erstmal bauen wir einen Kopf. Waage haben wir an, Köpfchen haben wir drauf, einmal nullen, dann gucken wir uns aber nochmal kurz den Tabak an. Ich muss ehrlich sagen, ist schon ein paar Tage her, dass ich einen Eino Virginia hatte, weil ich bin im Moment wirklich in einer ganz, ganz miesen Dark Blend Phase. Zur Erinnerung, bei dem Eino Virginia haben wir 20 Gramm für 3 Euro. 20 Gramm für 3 Euro, wichtig. Ich hatte auch mal mit Eino drüber geredet. Die Aussage, warum da beim Virginia 20 Gramm und beim Dark Blend 25 Gramm benutzt werden, war die, Dark Blend User, klingt irgendwie wild, User, also Leute, die Dark Blend rauchen, die mischen gerne sehr viel selbst. Und bei Eino hat die Erfahrung gemacht, dass Leute, die Virginia rauchen, eben öfter pur rauchen. Und da meinten sie, dass 20 Gramm eben besser hinkommen würde für die meisten Köpfe. Ja, und bei 5 Gramm mehr hätten wohl viele Leute dann immer mal wieder ein bisschen was an Tabak übrig gehabt. Also wenn dem so ist, ich kann das schlecht beurteilen. Ich bin eher die Fraktion Dark Blend und das stimmt, ich mische eigentlich fast immer. Aber wie das bei dem, also ob es diese Gruppe an Virginia-Rauchern gibt, die eben gar nicht mischen, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dazugehört. Tabak haben wir umgerührt, schön goldenbraun, wie wir das von Eino gewohnt sind, feucht, aber nicht zu feucht. Und dann schaufeln wir hier mal Tabak rein. So, und wenn wir den Tabak dann ordentlich in unser Köpfchen gepackt haben, können wir hier einmal den Tabak verteilen. Da machen wir einfach außen den Rand ein wenig frei. Und dasselbe auch innen, falls der Tabak zu nah am Pfannenloch liegt. Und wenn wir das einmal rundherum gemacht haben, dann schnappen wir uns noch einen Zeber. Einmal, um die Gabel sauber zu machen. Aber auch einmal, um das Köpfchen außen sauber zu machen. Und auch noch unsere Arbeitsstation. So, und dann haben wir drinnen 14,4 Gramm von dem Eino Great Match. Great Match läuft jetzt mittlerweile schon eine gute Stunde. Wird auch langsam schon weniger intensiv, aber Köpfchen habe ich auf jeden Fall genossen. Und das, obwohl ein purer Kopf Virginia bei mir wirklich eine seltene Sache geworden ist, läuft butterweich. Wirklich butterweich. Aber ist man von Eino nichts anderes gewohnt. Mir wurde vorher gesagt, das ist wie der Grapefruit mit einer Physalis noch dazu. Physalis ist übrigens diese kleine Frucht, die so oft oben an den Cocktails hängt, mit den schönen kleinen grünen Blättern da noch dran. Und die schmeckt man krass. Also für alle, die jetzt gedacht haben, dass das einfach ein Grapefruit wird auf einem Virginia-Tabak, die muss ich leider enttäuschen. Das ist schon was komplett Eigenes. Also man schmeckt die Physalis auf jeden Fall richtig gut raus. Und die ist, die bringt nochmal eine Frische, eine Spritzigkeit rein, die sehr, sehr nice ist. Also ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, man könnte den Tabak jetzt auch nochmal komplett auf Dark Blend rausbringen oder vielleicht die Physalis nochmal einzeln dazu, sodass man dann wieder selbst mischen kann. Aber geschmacklich ist der saugeil und wenn der auf Dark Blend da wäre, würde ich persönlich den bestimmt auch weiterhin gerne rauchen. Aber ich glaube, so würde ich persönlich bei dem Grapefruit Dark Blend bleiben, einfach weil ich mich so sehr an das Nikotin von Dark Blend gewöhnt habe. Aber geschmacklich ist das eine geile Nummer. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung. Denkt dran, Köpfchen läuft schon über eine Stunde in unserem Lowload hier. Aber da kann man sich auch für eine Stunde im Lowload absolut nicht beschweren bei der Rauchentwicklung, würde ich sagen. Also, läuft butterweich. Sehr leckerer Geschmack. Nicht ganz so wie der Grapefruit. Man merkt schon deutlich, dass da noch was dazugekommen ist. Aber auch das, was dazugekommen ist, finde ich persönlich echt lecker.